Hallo und willkommen auf dem Kanal von Dementio 100. Wie ihr schon feststellt, ich bin's, Kaito. Neben mir ist Dementio und wir spielen heute Pflanzen gegen Zombies. Genau. Ich spiele und Dementio wird sich immer mal wieder zwischendurch dir dabei helfen. Beziehungsweise sich irgendwie anders einmischen. Ja. Zu meiner Verteidigung, ich habe das Spiel noch nie gespielt und jetzt wollen wir erstmal gucken, wie das da... Das ist ein kleiner Spoiler, wie es aussehen soll später. Aha. Wir spielen auf Seiten der Zombies, nicht? So war das. Nee, Seiten der Pflanzen spielen wir. Zu Anfang als Pflanze, okay. Nur, später gibt's Rätsel und sowas, da spielst du okay. Zombies, aber Pflanzen spielst du gut, mal sehen. Klicke auf diese... Und, da drauf. Und wenn du falls mal einer durchkommt, hast du zur Not noch Rasenmäher, die dich da beschützen. Okay. Am du Anfang brauchst sie für neue Pflanzen, okay. Ja. Prima, du hast genug für deine nächste Pflanze gesammelt. Okay, dann pflanze ich noch eine. Ja. Und sammel immer zwischendurch. Das Ziel ist, alle Zombies abzuknallen. Und dann am Anfang hast du nur die einfachen Zombies. Später kommen dann immer neue Zombiearten dazu, auch Pflanzenarten. Okay. Das ist ganz einfach. Offensichtlich spielen die Pflanzen von alleine. Ich muss kaum was machen. Ja. Am besten so weit wie möglich nach hinten stellen die Pflanzen. Weil sie ja sonst aufgefressen werden, wenn du sie so weit vorne stellst. Ja, schon klar. Aber ich mach mal erstmal hier so eine Abwehrreihe. Da kommt die letzte Welle. Ja, ich glaube kaum, dass ich jetzt noch großartig noch eine Pflanze brauche, weil... Ja. Die scheint es auch kaum noch zu schaffen, die Zombies. Ja. Weil drei Pflanzen, die gleichzeitig auch die schießen. Und jetzt hast du eine neue Pflanze gewonnen. Ah, Sonnenblumen. Ja. Da kriegst du schneller Song. Ach so, okay. Wenn du brauchst. Steht dann da auch immer. Ah, gibt dir eine extra Sonne. Okay. Ja. Dann weiter zum nächsten Level. Jetzt hast du auch schon drei Reihen. Okay. Zwei weitere werden jetzt ausgefahren. Das ist eine größere Angriffswelle. Gut. Dann setze ich die mal etwas weiter nach hinten. Ja, Sonder müssten mal hinten und die Schießer müssten dann davor. Bis jetzt schlägt der Kaito ganz tapfer, aber bis jetzt ist ja noch nicht so viel passiert. Na, immerhin zählen die Sonnen 25 und nicht nur. Ja. Zack, zack, zack. Schon habe ich wieder. Ja, kommt ihr nur. Das sind doch die einfachsten Zombies, die es gibt. Ja, bestimmt werden die im Laufe der Zeit auch schwieriger zu bezwingen, die Viecher. Aber der Schnitt schlägt sich ganz tapfer. Stirbt. Schau, wie weit du kommst, ohne das erste Mal zu verrecken. Ja, abwarten. Noch läuft's ja recht flüssig. Ja. Stirbt, ihr Zombies. Stirbt, ihr Schweine. Das heißt, ich muss nicht nur eine bestimmte Anzahl an Sonnen sammeln, sondern auch... Boah. Oh ja. Jetzt kommt die letzte große Welle. Okay. Und das ist jetzt der Flaggen-Zombie. Der führt immer die Gruppe an. Ah, und aber der hält auch nicht mehr aus. Der hält aber auch nicht mehr lange. Ich glaube kaum, dass ich jetzt noch welche von den Jungs brauche. Weil ich scheine das auch so ganz gut hinzubekommen. Jetzt hast du Kirschbomben. Na gut, das heißt, ich kann wahrscheinlich mehrere Zombies gleichzeitig töten. Steht da jetzt wieder als Beschreibung? Springen alle zu den... Okay. Also doch, eine Bombe. War für mich auch teuer. 150 sagen. Ja gut.
Oh, wenn jede Sonnenblume 25 Sonnen schon. Oh, jetzt hast du schon Hütchen-Zombies. Ich glaube, Pylonen-Zombies oder so heißen die. Okay. Die halten mehr aus. Ja. Man weiß am Anfang noch nie, wo der erste Zombie auftauchen wird. Man muss jetzt am besten schon mal einen Schützen hin tun. Wie schnell kommt er aber nicht voran? Ich gebe später auch schnelle Zombies. Werden halt immer härter. Ich komme wahrscheinlich Pylonen-Zombies, die halten ein bisschen schon mehr aus. Ne, Treffer, okay. Aber noch hält sich das alles in Grenzen, ne? Na, da ist jetzt schon mal schon ein Pylonen-Zombie. Ja, da sind aber schon zwei auf der Strecke. Ich glaube kaum, dass er weit kommen wird. Ja. Sie sehen halt mehr Treffer aus, ne? Also erst das Hütchen verlieren, bevor sie drauf gehen. Ja. Hier brauche ich dringend noch einen. Ja, einer alleine schafft das auch kaum. Ach komm, stirb endlich. Ja. Das sieht doch ganz gut aus, wenn du überall schon mal zwei hast, mindestens die Erbsenkanone. Ja. Letzte Welle Zombies. Ja. Ich kann. Ja, ich kann einsetzen. Ha! Ende. Jetzt hast du so Walnüsse. Achso, das sind die mit dem Schutzschild, nicht? Ja, die schützen dich. Oh ja, dann machen wir jetzt erstmal. Nach diesem Level, man sieht, wehrt Zombies ab und schützt deine Pflanzen. Ja. Dann machen wir jetzt erstmal eine Pause. Machen wir jetzt auch Pause. Bis zum nächsten Mal.